Wir haben wieder fleißig Fragen gesammelt und in diesem Video möchte ich mal ein paar ausgewählte Fragen beantworten zu steuerlichen Fragestellungen im Bereich Selbstständigkeit. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und wir bekommen ja eine ganze Reihe von Fragen. Und ich habe mir jetzt für dieses Video einfach mal ein paar Fragen rausgepickt zum Thema allgemein Selbstständigkeit und die möchte ich jetzt beantworten. Die erste Frage kommt von Agatha Bozula und Agatha schreibt, tolles Video, vielen Dank dafür, deswegen lese ich es auch immer vor, weil ich mich so sehr darüber freue. Das heißt, schreibt gerne, dass euch unsere Videos gefallen, das freut das ganze Team immer. Eine Frage dazu, wenn ich mich als Architektin selbstständig machen will, sind meine Leistungen als Bauleistungen zu verstehen? Im Grunde genommen betreffen meine Aufgaben nur Planung, Koordinierung und Betreuung. In dem Sinne würde ich sagen, dass das keine Bauleistung ist, oder irre ich mich da? Um euch ein bisschen den Kontext zur Frage zu erklären, Bauleistungen sind für die Umsatzsteuer durchaus ein relevantes Thema. Und zwar gibt es das Reverse-Charge-Verfahren. Was das genau ist, das erkläre ich auch schon mal in diesem Video, deswegen guck da mal vorbei, wenn du nicht genau weißt, was das Reverse-Charge-Verfahren ist. Aber das Reverse-Charge-Verfahren gibt es nicht nur bei internationalen Geschäftsbeziehungen, sondern manchmal auch von deutschen zu deutschen Unternehmen. Das heißt, innerländische Geschäftsbeziehungen sind manchmal vom Reverse-Charge-Verfahren betroffen. Und zwar insbesondere dann, wenn es um Bauleistungen geht. Und Agatha möchte jetzt hier vollkommen zu Recht wissen, ob ihre Arbeit als Architektin denn jetzt unter diese Bauleistungen fällt. Und ich kann dir in diesem Bereich schon mal Entwarnung geben. Planungs- und Überwachungsarbeiten sind im Steuergesetz, also in § 13b, ausdrücklich ausgenommen. Das heißt, deine Arbeit sind nach dem Umsatzsteuergesetz keine Bauleistungen. Die nächste Frage kommt von Natascha Mararia. Mit welchen Fragen kann ich einen Steuerberater testen, ob er der geeignete Spezialist für das entsprechende Fachgebiet ist? Und ich glaube, diese Frage oder den Hintergrund dieser Frage, den muss ich erstmal erklären. Und zwar ist mein grundsätzlicher Hinweis, und das erkläre ich natürlich auch in einigen Videos, dass ihr, wenn ihr einen Steuerberater beauftragen wollt, ihr erstmal kostenlos mit diesem Steuerberater sprechen solltet, damit ihr euch kennenlernt, damit ihr ein Gefühl dafür entwickelt, ob das der richtige Spezialist für euch ist. Da geht es mir jetzt nicht darum, dass ihr einen Fragenkatalog runterarbeitet oder irgendwelche fachlich-inhaltlichen Fragen an diesen Steuerberater stellt, der das dann beantwortet. Im Zweifel weiß der ja steuerlich sowieso viel mehr als ihr und ihr könntet mit der Antwort gar nichts anfangen und ihr könntet gar nicht überprüfen, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Antwort war. Mir geht es an dieser Stelle immer eher darum, dass der Steuerberater euer Geschäftsmodell verstehen sollte und damit natürlich auch die typischen Probleme und Fragestellungen in eurem Geschäftsbereich versteht. Wenn ihr zum Beispiel Affiliate-Marketing macht, dann gibt es da natürlich große Player, bestimmte Abläufe und so weiter. Wenn ihr jetzt einem Steuerberater erstmal erklären müsst, was eigentlich Affiliate-Marketing ist, dann ist das schon mal ein grundsätzlich sehr schlechtes Anzeichen, weil dann hat der Steuerberater offensichtlich keine Ahnung von dem ganzen Geschäftsbereich und wie soll er euch denn da aktiv unterstützen, wenn er das Geschäftsmodell nicht versteht. Deswegen kann ich dir auch jetzt keinen Fragekatalog mitgeben, was du jetzt deinen Steuerberater fragen solltest. Du solltest dir nur überlegen, was sind so die typischen Problemfelder, die du in deiner Selbstständigkeit, in deinem Geschäftsmodell hast und du solltest dafür ein Gefühl entwickeln, ob dein Steuerberater davon Ahnung hat, damit er dich auch beraten kann. Sonst bezahlst du ganz am Ende an den Steuerberater eine Rechnung für eine Zeit, in der du dein Geschäftsmodell erklärst und das solltest du dringend vermeiden. Du solltest da immer im Idealfall auf Spezialisten zurückgreifen. Die nächste Frage kommt von Eva Gerber und Eva schreibt, wenn ich keine 450 Euro Kraft brauche, sondern weniger, wozu brauche ich dann überhaupt einen Arbeitsvertrag? Und das ist eine sehr gute Frage, weil ich diese Verwirrung rund um das Thema 450 Euro Kräfte sehr, sehr häufig mitbekomme. Ich würde diese Frage einfach mal zweiteilen. Die erste Frage ist nach dem Arbeitsvertrag und den solltest du eigentlich idealerweise immer abschließen, wenn du Angestellte hast. Erstens, weil du dann was für deine Buchhaltung hast, du hast Nachweis, auf welcher Basis du jetzt da Geld überweist und auch dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin wird ja einen Arbeitsvertrag haben wollen, wo geregelt ist, wann wird gearbeitet, wann wird bezahlt, wie viel wird bezahlt, welche Tätigkeiten und so weiter. Die zweite Frage ist die ganze Frage nach 450 Euro bzw. weniger. 450 Euro Job ist eigentlich nur die umgangssprachliche Bezeichnung für das Minijob-Verhältnis. Du musst nicht 450 Euro bei einem 450 Euro Job zahlen, du kannst auch weniger zahlen. 450 Euro Job oder Minijob ist eher die Bezeichnung für die sehr einfache Abrechnung in diesem Minijob-Verhältnis.
Verhältnis. Da zahlst du weniger Steuern und auch die ganzen Sozialabgaben, Abrechnung ist pauschalisiert und auch einfacher für dich als Arbeitgeber. Das heißt, du hast viel bürokratische und auch finanzielle Erleichterungen in einem Minijob-Verhältnis. Du kannst aber natürlich auch jemand einfach weniger bezahlen. Du bist nicht verpflichtet, diese 450 Euro zu zahlen. Du kannst auch jemanden 100, 150 oder 200 Euro in einem 450-Euro-Job bezahlen, weil das nur die Art des Vertrages bedeutet und es bedeutet nicht, dass du wirklich auch 450 zahlen musst. Die nächste Frage kommt von Tombo09 und Tombo schreibt: Was ist, wenn der Gewerbegewinn unter 60.000 Euro pro Jahr liegt, aber man aufgrund des Freibetrags keine Einkommensteuererklärung abgeben muss? Hier läuten gleich alle möglichen Alarmglocken. Hier gibt es nämlich zwei Themen, die durcheinander geworfen werden. Das erste Thema ist die Gewinnermittlungsart, also die Art, wie du Buchhaltung machst. Da gibt es ja die Einnahmenüberschussrechnung und die Bilanzierung. Und du musst als Gewerbetreibender, wenn du nachhaltig, also mehr als zwei Jahre, über 60.000 Euro Jahresgewinn hast, dann musst du eine Bilanz erstellen, dann reicht eine Einnahmenüberschussrechnung nicht mehr aus. Das ist für dich als Gewerbetreibender wichtig zu beachten. Ich habe zu diesem ganzen Thema Gewinnermittlung und Art der Buchhaltung auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Es gibt aber noch ein anderes Thema, was du hier so anschneidest, und zwar die Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Und das höre und lese ich überall. Es gibt keine Freigrenze, unter der du keine Einkommensteuererklärung machen musst. Du musst, wenn du Gewerbetreibender bist, auch wenn du Freiberufler bist, also wenn du selbstständig bist in Deutschland, musst du immer eine Einkommensteuererklärung abgeben. Du bist gesetzlich dazu verpflichtet. Es gibt keine Grenze, unter derer du keine Steuererklärung machen musst. Das bedeutet nicht, dass du auch Einkommensteuer zahlen musst, aber die Erklärung wirst du immer abgeben müssen, wenn du selbstständig bist. Eine weitere Frage hat Schoko gestellt und die Frage ist gefallen im Zusammenhang mit Gewinnermittlung, Einnahmenüberschussrechnung und so weiter. Und da schreibt Schoko: Was gebe ich denn jetzt als Einnahme eigentlich an? Ich verkaufe auf Etsy und gebe ich jetzt die Einnahmen an, nachdem die Gebühren von Etsy abgezogen wurden? Und dieses Problem, oder ich will mal sagen, diese Problemstellung und diese Frage haben eigentlich fast alle Selbstständigen, die auf irgendwelchen Plattformen ihr Geld verdienen. Sei es nun Etsy oder Amazon, also Fulfillment bei Amazon, oder Upwork oder Fiverr oder du auf Airbnb irgendwelche Immobilien vermietest. Vollkommen egal, du kriegst in der Regel eine Auszahlung. Und dieser Auszahlungsbetrag ist immer schon abzüglich der Gebühren der Plattform. Du verdienst also beispielsweise auf Etsy 1.000 Euro, Etsy überweist dir aber nur 800 Euro. Und 200 Euro waren halt irgendwelche Gebühren oder Werbekosten oder was auch immer. Du bekommst also 800 Euro überwiesen. Und da stellt sich natürlich die Frage, buchst du jetzt die 800 Euro oder was sonst? Und das ist ganz, ganz wichtig. In der Buchhaltung gibt es nämlich einen Grundsatz, der Verrechnungsverbot heißt. Du darfst nicht Einnahmen und Ausgaben miteinander verrechnen. Auch dann nicht, wenn jemand anderes das für dich macht. Das heißt, wenn Etsy dir eine Abrechnung schickt und da drauf steht, 1.000 Euro Umsatz minus 200 Euro Gebühren sind 800 Euro. Dann darfst du nicht die 800 Euro buchen, sondern du musst die 1.000 Euro buchen und du nimmst die 200 Euro, also das, was an Gebühren bei Etsy geblieben ist, und buchst diese 200 Euro als Kosten, als Betriebsausgabe auch in deine Buchhaltung. Das führt dann natürlich dazu, dass unterm Strich auch nur 800 Euro an Gewinn bleiben und du auch nur diese 800 Euro versteuern musst. Es ist aber wichtig, dass du den gesamten Umsatz einmal in der Buchhaltung erfasst. Dieser gesamte Umsatz ist nämlich maßgeblich für bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast. Zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung. Die darfst du ja immer dann in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 22.000 Euro Jahresumsatz warst. Und da geht es natürlich um den gesamten Umsatz und nicht nur um den Betrag, der dir von irgendeiner Plattform ausgezahlt wurde. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein wenig weiterhelfen. Wenn du jetzt noch eine Frage hast, dann kann ich dir dringend empfehlen, unter diesem Video einen Kommentar zu schreiben mit deiner Frage und dann sicherst du dir auch die kleine Chance, in einem unserer nächsten Videos dabei zu sein mit deiner Frage. Wenn du dir jetzt denkst, ich brauche kein Video, ich brauche einen Steuerberater, dann habe ich einen guten abschließenden Tipp für dich. Wir sind so ein Steuerberater und zwar ein Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter, egal was du brauchst. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst natürlich auch erstmal alle andere unserer Videos anschauen, um uns ein bisschen kennenzulernen und so weiter. Zum Beispiel das hier.